Hallihallo, meine werten Animationsfreunde. Es ist wieder Tumum Harmony Tag. Vorerst wird es die letzte Folge zu diesem Thema sein. Und heute geht es um Compositing, also wie man den ganzen Kram zusammenfügt und für die Renderminen bereit macht. Beginnen wollen wir dieses frohlockende Thema mit Camera Action, sei es für Zooms, Panning, Dollyfahrten, Rotation oder Tilts. Kameras könnt ihr über die Timeline mit dem Plus-Button oder über die Node-Library hinzufügen. Um diese zu animieren, braucht ihr immer eine Pack, die ihr auf demselben Weg hinzufügen könnt. Jetzt müssen wir die Kamera nur noch unter der Pack nesten und es kann losgehen. Mit der Advanced Animation Toolbar kann die Kamera animiert werden. Das funktioniert hier genau wie bei normalen Packs, also tobt euch aus! In der Top-View könnt ihr das Sichtfeld der Kamera sehen. Grafisch wird dies durch dieses V dargestellt. In dieser Ansicht könnt ihr den Abstand eurer Ebenen vor der Kamera festlegen. Die Kamera kann weiterhin im dreidimensionalen Raum genutzt werden, wenn ihr in den Layer-Properties des Kamera-Packs Enable 3D aktiviert. Harmony hat nämlich eine 3D-Engine, die es ermöglicht, 2D- wie auch 3D-Objekte im dreidimensionalen Raum auszurichten. 3D-Objekte können per Import 3D-Model importiert werden. Diese sollten dabei im FBX, USB, 3DS oder OBS-Format angelegt sein. Ich habe hier mal ein 3D-Asset importiert, das ich in der Perspective View mit dem Transform-Tool und deaktiviertem Animate-Mode platziere. Auch könnte ich es mittels der Advanced Animation Tools mit Rotate, Scale, Skew und Translate Animation versehen. 3D-Objekte können jedoch nicht geriggt und auf diese Weise animiert werden. Das gleiche könnt ihr auch mit 2D-Objekten machen. Ich habe hier zum Beispiel mal einen kleinen Raum aus zweidimensionalen Flächen gebaut. Aber genug davon, lasst uns endlich eine 3D-Kamerafahrt ausprobieren. Wie gesagt, in den Layer-Properties muss 3D aktiviert sein. Bei ausgewähltem Rotate-Tool in der Advanced Animation Toolbar könnt ihr nun das Kamerasichtfeld animieren und nachdem die Keyframes gesetzt sind, kann man auch schon das Ergebnis bestaunen. Tumum ist kein Programm für Soundbearbeitung, deshalb solltet ihr jedwedes Audiomaterial, das ihr in eurer Szene haben wollt, in anderen Programmen wie Adobe Audition, Logic Pro oder Audacity vorbereiten. Die fertigen Soundspuren können dann über File Import Sound importiert werden. Jede Soundspur bekommt dann ihren eigenen Layer zugewiesen und diese werden dann nach dem Speichern im Audioverzeichnis eurer Szene untergebracht. Kleine Anpassungen betreffend die Lautstärke können auch in Tumum Harmony vorgenommen werden. Dafür geht ihr einfach per Doppelklick auf den Sound Layer. Jetzt öffnet sich der Sound Editor. Diese feinen blauen Linien repräsentieren das Niveau eurer Lautstärke. Anpassen könnt ihr dieses über diese weißen Kontrollpunkte. Ihr seid in der Lage, neue Kontrollpunkte durch Klicken in unsere blauen Freunde zu setzen. Entfernen könnt ihr diese, indem ihr sie ganz nach unten zieht. Wir können hier Fade-Ins und Out setzen, bestimmte Stellen muten, whatever. Was auch immer ihr wollt. Die Library kann euch ein äußerst nützliches Tool im gesamten Arbeitsprozess sein. Ihr könnt in ihr nicht nur Zeichnungen, sondern auch Packs, Groups, Effekte oder ganze Szenen abspeichern. Um Templates abzuspeichern, klickt ihr auf einen Layer oder eine Node, kopiert diese mit strgc, wählt in der Library den Ordner Harmony Premium Library aus und fügt das Ganze mit strg plus v dort ein. Zuvor müsst ihr natürlich noch Right to Modify auswählen. Wenn euch kein Thumbnail angezeigt wird, geht per Rechtsklick auf das Objekt und wählt Generate Thumbnails aus. Importieren könnt ihr Templates, indem ihr diese in eure Timeline zieht. Kommen wir zum Rendern, jenem letzten Akt im Produktionsprozess, der wahre Knochenarbeit bedeutet. In Harmony legt man Szenen an, die man in einem Schnittprogramm zusammenfügt. Ich nutze hier Adobe Premiere, doch jedes andere Schnittprogramm sollte es auch tun. Ein Rendervorgang dauert nach meiner Erfahrung nicht sehr lange. Wir sind hier jedoch mit sehr guter Hardware ausgestattet, also vielleicht geht das auf eurem Lidl-Laptop nicht so gut. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Frames nach dem Rendern, also inklusive Effekten, aussehen und ihr diese genauer kalibrieren wollt, könnt ihr das in der Renderview vornehmen. Hier werden Frames einzeln gerendert und jede Änderung kann live previewed werden. Rendern könnt ihr die Szene über die Render and Play Funktion. Hier öffnet sich dann ein Renderfenster und sobald der Prozess abgeschlossen ist, könnt ihr das Ganze abspielen. Den Renderbereich steckt ihr über diese Marker hier ab. Die gerenderten Frames werden in eurem Szenenordner unter Frames gespeichert. Wenn ihr mehrere Visionen abspeichern wollt, könnt ihr diese in hübschen Ordnern verpacken. Kommen wir zu den Effekten. Effekte könnt ihr über die Node-Library hinzufügen. In der letzten Episode zum Coloring haben wir das ja bereits in Form eines Color Overrides einmal getan. Und ja, es gibt unheimlich viele Effekte in Tumum Harmony und wenn ich von Effekten rede, spreche ich nicht von Effekten der traditionellen Animationskunst. Dazu gehören zum Beispiel Regen, Feuer oder Rauch. Wir reden hier von Effekten wie Blurs, Glows, Particles und vielen, vielen mehr. Hier muss dann zwischen das betreffende Objekt und die Composite-Node der Effekt geschaltet werden. Das ist jetzt natürlich sehr stark vereinfacht. Es gibt zahlreiche Node-Setups für bestimmte Effekte und wenn ihr ein wenig googelt oder alleine schon auf YouTube sucht, werdet ihr reichlich Tutorials dazu finden. Zu den einfachsten Setups gehören die Filter-Effekte. Ich will das mal exemplarisch für einen Glow-Effekt zeigen. Um einen Glow-Effekt einzubinden, verbinden wir das Drawing-Objekt mit gleich zwei Kabeln. Die Glow-Node setzen wir zwischen Drawing-Objekt und Composite-Node und nutzen hierfür das rechte Kabel. In den Layer-Properties der Glow-Node könnt ihr den Effekt dann kalibrieren. Ihr könnt auch ein wenig verspielt sein und den Effekt gleich mehrfach anwenden.
Richtig kompliziert wird es mit den Partikeleffekten, zu denen könnte man eine eigene Episode in Überlänge produzieren. Möglicherweise wird das auch noch passieren, nobody knows. Viele Objekte sind sogenannte Matte-Effekte, sie benötigen einen zusätzlichen Matte-Layer. Auf diesem legt ihr zusätzlich Artwork an, welches den Effekt nähert. Ihr könnt dieses auf einem zusätzlichen Drawing-Layer anlegen oder den Overlay-Art-Layer benutzen. Lasst uns das Ganze mal mit einem Tone-Effekt probieren. Dieser wird insbesondere für Schatten, die auf einem Körper liegen, verwendet. Wir werden unsere Schatten, die hier als Matte fungieren, auf dem Overlay-Art-Layer animieren. Wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr euren Overlay-Art-Layer benutzt, legt eure Anmerkung besser auf dem Underlay-Art-Layer an. Also dann, wir zeichnen jetzt die Schatten auf dem Overlay Art Layer und um diese im Kontext der anderen Schatten zu animieren, nehmen wir die Onion Skin Funktion und deaktivieren in den Layer Properties den Color Art Layer, damit wir diese klarer abgrenzen können. Nachdem alle Schatten eingezeichnet sind, klonen wir unseren ganzen Layer in der Node View. Das geht per strg und strgv. Die linke Node soll nun als unser Matte Layer dienen, deshalb gehen wir in die Layer Properties und deaktivieren alle Sublayer bis auf den Overlay Art Layer. In den Properties der anderen Node machen wir das Ganze umgekehrt. Jetzt fügen wir die Tone Node hinzu. Links stecken wir die Matte-Node ein, rechts das bedingte Objekt und schließen das Ganze an die Composite-Node. In den Properties können wir den Effekt noch nach unserem Belieben kalibrieren. Ich gebe dem Ganzen hier noch ein bisschen mehr Würze und siehe da, es sieht doch wunderschön aus. Lass uns jetzt noch einen Background hinzufügen. Theoretisch können wir in Tumum Harmony einen anfertigen, da Harmony auch eine wunderbare Illustrationssoftware ist. Wir importieren jetzt aber einen Background aus Photoshop. Damit dieser Tiefe haben kann, habe ich den Background räumlich auf mehrere Ebenen aufgeteilt. Diese Ebenenstruktur kann in Harmony importiert werden. Dafür müssen wir zunächst alle Layer in Gruppen verpacken und die Datei als PSD-File abspeichern. In Harmony können wir den Background dann über File Import Images importieren. Dabei solltet ihr auf jeden Fall auswählen, dass die Einzellayer-Struktur beibehalten werden soll. Mit dem Transform-Tool könnt ihr den Background dann noch an das Layout anpassen. Ich habe mir hier extra ein paar Konstruktionslinien erstellt, um mein Layout zu matchen. In der OpenGL-View wird euer Background jetzt ziemlich verpixelt aussehen, in der Render-View seht ihr jedoch, wie er tatsächlich im Endergebnis aussehen wird. Exportieren könnt ihr eure Szene in den Formaten MOV, WMV, PNG-Sequenz und GIF. Ihr könnt übrigens den ganzen Prozess über in einer niedrigen Auflösung arbeiten, das fertige Resultat aber in einer hohen Auflösung exportieren. Diese Einstellung könnt ihr unter Scene-Scene-Settings vornehmen, dabei solltet ihr jedoch darauf achten, die Aspect Ratio beizubehalten, das ist das proportionale Seitenverhältnis. Heutzutage 16 zu 9 hierfür am weitesten verbreitet, die Aspect Ratio beträgt demzufolge 1.778. In Harmony gibt es hierfür das Preset HDTV, also wenn ihr zum Beispiel in der Auflösung 1280x720 arbeitet, bleibt die Aspect Ratio gleich. So, nun ist der Moment gekommen, da wir endlich den Render-Button benutzen. Ich habe extra für diese Reihe eine kleine Testanimation für Grandma Jones vorbereitet und die werden wir jetzt mal abspielen. Heute wirst du es tun. Du wirst davon nicht wieder zurückschalten. Du wirst es durchziehen. Egal, was sie von dir denken werden, du wirst es verdammt nochmal tun. Furcht existiert nicht. Du kannst das und du wirst es durchziehen. Na los, durchbrich die Ketten und verschärf dir, was dir zusteht. Tu es! Tu es, verdammt! Ihre Bestellung bitte? Einmal alles, Bitch! Ja, ganz, ganz toll geworden, überhaupt nicht hingeschissen, aber ja, ist Mittel zum Zweck und so, ihr wisst Bescheid. Na gut, liebe Freunde, das war es auch mit dieser Einführungsreihe in unser Animationsprogramm Tumum Harmony. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Vieles haben wir nur angeschnitten und nicht vertieft und ich bin mir sicher, das werden wir auch noch nachholen. Erstmal werden wir euch aber mit Videos zum Zeichnen versorgen. Bis dahin, macht es gut!